Leute, ich bin's Conny und heute wird es zu wild. Für die Vorbereitung der Hide-and-Seek-Aufnahme von Roblox Felix musste Sadie Pets im Lauter X nochmal durchspielen. Und dann haben Roblox Felix und Victor darum gestritten, wer von ihnen jetzt zusammen mit Sadie Noob mit OP Pets und Pets im Lauter X aufnimmt. Wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte, deswegen bin ich auch noch dazu gekommen und wir haben die ganze Zeit durcheinander gequatscht. Schaut es euch einfach an und viel Spaß mit dem Video. Oh. Sache. Hey Leute, ich bin's Conny und heute spielen wir mal wieder Pets im Lauter X. Oh yeah. Mit dabei ist mal wieder Roblox Victor, Roblox Felix, Roblox Tani, Roblox Sadie. Ist noch jemand hier? Roblox Dinendas. Und ihr habt alle den Namen Roblox abgeworfen, außer Roblox Felix, oder? Ja. Das ist so traurig. Ja, alle haben den abgeworfen. Hey, hast du doch selber. Genau, hast du doch selber. Ich hatte den Namen, ich hieß nie Roblox Conny. Doch, ich heiß nur Roblox, doch, Roblox, Roblox, Roblox. Aber was, Conny. Was muss ich denn jetzt eigentlich mit diesem Ding hier überhaupt machen? Wo bist du eigentlich? Ich bin hier, wo du schon gespielt. Was passiert hier gerade? Ja, ich hab's für 5 Minuten gespielt oder so. Keine was ist hier gerade? Was ist hier gerade? Flüssigkeiteninsel. Siehst du, Sadie? Und das erlebe ich tagtäglich. Ja, genau. Das ist also. Buchs, diese Taktik ist kacke. Nein, egal, Sadie, du rüstest jetzt erstmal deine Pets aus und dann baust du irgendwas ab. Ja, das habe ich gemacht. Okay, also gut. Also egal was. Also ich, diesen kleinen Haufen hier. Genau, diesen kleinen Haufen. Wie viel hast du jetzt? Okay. Jetzt habe ich 5 Millionen. 5 Millionen. Ja, komm, geh auf die Candy Island, da farmst du schneller. Wir machen das jetzt einfach Schritt für Schritt durch und du haust deine Boosts rein, wenn du unten auf deine Pets klickst und dann auf exklusiver Shop. Wir nehmen alle Antworten auf seine Sachen. Was? Weil ihr alle den das Hack wollt. Okay, was macht am meisten Sinn, wenn ich irgendwas... Was soll ich jetzt abbauen hier? Die großen Sachen. Also die Crates bringen was, die Kisten bringen was. Vor allem Geschenke. Nein, Victor, warte, Leute, könnt ihr mal ganz kurz, könnt ihr mal ganz kurz stoppen? Wäre es nicht besser, wenn Sadie seine Audio aufnimmt? Wenn er dann was sagt, sagt ihr alle etwas dazu und dann habt ihr alle einzeln ein Video mit Sadie alleine. Nee. Weil das macht ihr gerade. Das macht ihr gerade nur durcheinander. Ich sag gar nichts deswegen. Ich sag deswegen gar nichts. Sadie sagt, ja, was soll ich jetzt hiermit machen? 5 Leute antworten, ja, also du machst jetzt das? Ja, Geschenk abbauen. Sadie, du hast genug. Wir können jetzt in die Pornet Island gehen. Ich hab jetzt 100 Millionen. Was mache ich jetzt? Obwohl, wir fahren noch ein kleines bisschen weiter, bis zu 150 aus. 150 Millionen. Für welche Area? Heaven. Helden kostet echt 150 nur? Sadie wird belästigt im Pets Simulator X. Roblox Deutsch. Ja. Das wird das beste Video. Und Sadie wird ein Video hoch. Ich wollte nur Hide-and-Seek spielen. Millionen sogar einfach in der Dings der. Also Hide-and-Seek verstehe ich ja wenigstens, wie es funktioniert, aber das ist. Ich verstehe die Begeisterung von diesem Spiel, aber ich klicke hier nur auf Kisten. Niemand tut das. Das macht voll Spaß, Sadie. Ja. Boah, geil, Junge. Oh, Diamanten. Alter, wie cool. Junge. 8 Milliarden. Boah, krass. Das ist die Einstellung, die ich sehen will. Meine Diamantenpets. So Diamanten und die Regenbogen und richtig cool. Alter, Junge. Boom. Okay, eine Schweigesekunde, um uns abzureagieren und um das Video zu liken. Weiter geht's. Aber eine Frage, Sadie, hast du jetzt Boost reingehauen oder hast du nicht gehört, wenn man das macht? Nee. Okay, du klickst unten auf deine Pets. Dann klickst du auf exklusiver Shop, das ist das zweite Icon von rechts unten. Und dann scrollst du ein Stückchen nach runter, nach unten, da sind dann Boost, Triple Coins, Triple Damage, Super Lucky, nichts übersehen. Und du haust Triple Coins und Triple Damage rein. Use. Okay, und genau. Triple Damage und Super Lucky, alles? Die anderen brauchst du nicht. Nur, eigentlich brauchst du eigentlich nur Triple Coins, aber passt. Okay, dann gehen wir in die nächste Region weiter. Einfach. Was geht das so einfach? Ja, du solltest genug haben, normal. Du hast OP-Pets. Nee, hab mit OP-Pets kannst du... Achso, das sind Milliarden. Achso, ups. Okay. Einfach die Küste einmal abbauen und dann hast du genug. Sobald du 7,5 Milliarden hast, sind wir hier fertig. Also, mit der Welt. 12 Milliarden, 17 Milliarden, 18 Milliarden. Jetzt spielst du bescheuert. Okay, gut. Wisst ihr, was mir gerade auffällt? Was denn? Sadie kann ja nicht mal durch die Tech-Welt, also nicht durch die Tech-Welt durch, aber ich meine, es ist nicht mal durch die zur Ocean-Welt, meine ich. Gehe nur das habe ich doch gesagt, dass er die Quest am Ende nicht machen kann. Ja, ist doch egal. Ja. Victor, du hast doch bestimmt ein paar Rainbow-Pads, die er schon mal reinlegen kann, damit er es zumindest theoretisch Gott, nee. Ich kann nachschauen, ne? Ich glaube aber nicht irgendwas. Ich hab genug, egal. Nö, ich hab nur dank meiner Pets. Jedenfalls, du gehst zum Glacier, der ist ziemlich weit oben, aber naja, einigermaßen in der Mitte. Glasier. Achso, Glacier. Okay, den kannst du Gletscher. Und gehst dahin. Leveling to Spawn World. Yeah. Genau. Das ist und yes. Jetzt kannst du diese Riesentür hier aufmachen. Okay. So riesig ist die gar nicht. Ist ziemlich riesig. Wie ist nicht riesig? Das ist so eine riesige Barriere, Digga. Größer. Mein Roblox-Charakter ist auch riesig. Was? Also, man braucht nicht mitglitschen.
Ja, ja, lass uns out of map glitchen. Ich will jetzt nicht wissen, was ich hier aufnehme. Warum bist du auf einmal so ein Pro in Pet Simulator X für Roblox Felix, ne? Warum weißt du, wie viele Ticks man bei dieser Kiste braucht für die nächste Region? Ich hab das Spiel 40 Mal. Pet hat ihm nicht gut getan. Okay. Das Hoverboard habe ich aber auch. Wo kann ich das immer? Ah, da. Mit Q. Okay. Q. Ach, du hast das gekauft. Und hast du auch mit Ich habe mir das irgendwann mal. Dann drück mal. Hast du auch VIP? Nein. Oh, schade. Ich habe mit Mario mal ein Video gemacht über Pet Simulator. Oh yeah. Bonus! Hast du mal nachgedacht, die blauen Sachen abzubauen? Jeden Tag. Ich baue immer nur die blauen Sachen. Nice. Ab. Die dann. Karo, was ist hier lila und was ist hier blau? Ich sehe als ob du da nicht mal einen Unterschied siehst. Also das, du einfach da bist du ja blau. Also die Kreuz und die, was meinst du mit blau? Nein, meinst du also dieses Ding hier oder was? Die hier sind blau, die sind türkis. Oh, okay, jetzt sehe ich das gerade. Die Kiste hat dann noch die Engelbein. Die Crate hier ist violett und die Crate ist türkis. Ja, ich sehe es. Oh mein Gott. Meinst du das jetzt ernst? Das sieht komplett unterschiedlich aus. So. Das sieht doch komplett natürlich. Mir ist aber nicht aufgefallen, dass die zwei verschiedene Farben sind. Mir ist einfach nur nicht aufgefallen. Ich dachte, es wäre alles das gleiche. Ich habe nicht drauf geachtet. Bei Digga, niemand spielt diese Area eigentlich. Ja, durch diesen Ach, jeder bin ist ich normalerweise direkt schon in dieser Hacked Area. Ja, eben. Deswegen darauf achtet man nicht. Ne? Außer Roblox Felix. Was? Ja, Tani, kann es sein, dass du OP-Pads brauchst? Weißt du was, Tani, komm, ich gebe dir ein paar OP-Pads. Okay, oh, und jetzt bist du, wie du kommen kannst. Ins Portal kannst du gar nicht mehr. Ins Kanal kann ich nicht. Ins Portal. Nee, nein, dafür brauchst du ein paar Rainbow. Du hast Rainbow Pets. Ich könnte dir theoretisch genug geben, glaube ich. Okay, dann mach mal. Er bräuchte 18 Rainbow Pets und dann müsste er eine halbe Stunde warten, bis die fertig sind. Achso, wow. Oder 150 Robux zahlen, das geht auch. Nee. Ja, wenn ihr mir die zurückgebt. Das legst du jetzt einfach in die Dark Matter Maschine, das ist beim Dark Tech. Das ist ein bisschen ein paar Welten weiter vorne. Keine Ahnung, wo das sein soll. Aber er muss ja dann auch noch Lootbags sammeln und so. Lootbags sammeln geht. Das sind zwar auch 10 Minuten, ne, mit diesen Kisten, aber trotzdem. Das geht sogar. Und du musst halt eine halbe Stunde warten für die Dingerpads. Was? Wo? Moment, weißt du mal Dark irgendwas? Dark Tech finde ich hier gar nicht. Das ist eine der ersten Regionen Tech Area. Tech City. Das dritte. Genau. Ja. Okay. Und da hast du die hässliche Dark Matter Maschine. Ich hasse sie. Ich finde die voll fancy. Lol, man kann hier durchgehen. Wusstest du nicht? Nein, das wusste ich nicht, dass man hier durch kann. Ja. LOL. Ach, das wusste ich wirklich Revenue nicht, aber danke gönnt. Für das Versteck. Ja, kein Problem. Das OP-Versteck. 99 Robux. Nein, das ist viel zu früh. Du hast jetzt 150 Robux gewastet. Toll. Warte, was? Ja. Ich dachte, das ist. Ich brauche nur eins. Ja, lass es einfach. Gib einfach keine Robux aus für das Spiel. Ja, besser ist es, glaube ich. So traurig. Also, halbe Stunde. Ja, aber es ist egal. Es ist egal. Hey, was ist denn jetzt ein Dark Matter Pad? Ja, das ist nicht mal so. Ich habe nicht mal eine Ahnung, was das bedeutet. Es hat dich nur 1,50 Euro gekostet. Warte, was war die erste Mission? Diese Kisten da abbauen. No? Komm mal in die allerletzte Region nochmal, Sadie. Ja, ja, Hackerportal. Genau. Okay. Also, du musst 3 Quests erledigen, um in die letzte Welt zu kommen. Die erste Quest ist es, ich weiß nicht, wie viele von diesen Kisten dort abzubauen. Oder wir spielen einfach ohne letzte Welt. Ja, können wir auch mal. Wir spielen sowieso ohne letzte Welt, aber ich will dir trotzdem sagen, wie du die letzte Welt freischaltest. Also, wie viele von den Kisten, also wenn du an das Portal gehst, dann steht da auch, was du machen musst. 10 Kisten, 50 Loopbacks und 3 Dark Matter Pads. Warte, to unlock the final, you have to 3 chest quests. Achso, nee, lol. 10 Giant Hacker Quests. Okay, dann musst du jetzt 10 von diesen Chests öffnen, danach brauchst du unendlich viele Lootbags und danach hättest du erst die Pets aus der Dark Matter Maschine holen müssen. Wow. Naja. Es geht diesmal übrigens um 10.000 Euro, ne? Ja, genau, ohne PlayStation. PlayStation, genau. Cool. Also kann ich eine PlayStation bekommen. Aber ich habe schon eine PlayStation. Ach. Aber eine zweite PlayStation ist auch okay. Genau. Wer sucht überhaupt? Das ist jetzt noch die Riesenfrage. Der fragt. Und damit waren die Vorbereitungen für das Hide and Seek abgeschlossen. Es stand fest, dass Roblox Felix suchen muss. Und wenn ihr euch jetzt schon freut auf das Hide and Seek Video von Roblox Felix, dann müsst ihr leider noch ein bisschen warten. Das braucht immer eine Weile in der Produktion, weil diese Hide and Seek Videos sind sehr aufwendig. Da sitzt Roblox Felix sehr lange am Schnitt. Aber es wird sich lohnen. So lange könnt ihr gerne das letzte Hide and Seek Video anschauen. Das ist in der Endcard verlinkt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like da. Abonniert mich, abonniert all die anderen Leute. Sadie, Louis, Victor, Fuchs, Tani und so weiter. Bis dann und ciao!